Naja. Gehen wir mal dahin, so in der Nähe. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Ja, das versuchen wir jetzt rauszukriegen. Neue Reliktruinen in Niemandsland. Die können wir auch mal als Quest jetzt, ach, die haben wir jetzt schon mittlerweile. Als Quest einmarkiert. Schätze erwarten diejenigen, die es wagen, die Ruinen der alten Welt zu erforschen. Zwei Fertigkeitspunkte gibt es hier, wenn wir das schaffen. Sollen die Ruinen erkunden? Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier erstmal eine Ruine. Haha. Wir gehen mal hier durch. Erstmal hier ganz herzhaft mit Schmackes erstmal was gemacht. Hier kann man eine Energiezelle entfernen. Die braucht man bestimmt. Aber ich weiß nicht, wo ich jetzt mit der hingehen soll. Das ist jetzt mein Problem. Wir können die jetzt aufnehmen. Dann kann man ja natürlich ein bisschen rumgucken. Aber wir müssen erstmal hier so ein bisschen so einen Ort finden. Also wir gehen mal hier rein. Sieht ja aus wie so eine Paintball-Gebiet. Hier ist auch nochmal was zum Aufmachen. Ich glaube, der Weg, den man gehen muss. Ich bin ja jetzt ein bisschen cleverer als bei der ersten Ruine, sage ich jetzt mal. Ich habe ja viel draus gelernt schon mittlerweile. So. Oh, hier geht's nach draußen. Das macht für mich gerade keinen Sinn. Diese Kiste könnte nützlich sein. Das wird sie auch wahrscheinlich, aber wir müssen jetzt nur wissen, wo wir lang müssen. Also es ist natürlich jetzt so viel neues Input. Da muss ich erstmal alles sammeln, ja. Also wir hatten auf jeden Fall eine Energiezelle schon gesehen. Ich weiß nicht, ob wir die hätten schon tragen müssen und wohin. Das ist jetzt die große Preisfrage. Was für Geheimnisse hier. Ich gehe noch mal rein. Ich bin mir jetzt total unsicher gerade. Hier waren ja auch ein paar Sachen. Hier gibt es auf jeden Fall was, sehe ich gerade. Da gibt es ein Batteriesymbol. Da muss man wahrscheinlich eine Energiezelle reinmachen. Aber wie kommt man da hin? Wahrscheinlich ein ganz anderer Weg. Aha. Eine Energiezelle. Ja. Aber sie scheint leer zu sein. Eine Energiezelle, sollte ich nicht lang gehen. Die leer zu sein scheint. Okay, und wir können halt nicht viel weiter weg mit der Energiezelle, stehe ich gerade fest. Also müssen wir hier lang. Mit der leeren Energiezelle. Jetzt frage ich mich, hier ist ja jetzt Weg vorbei, ne, oder? Bringt ja nichts. Okay, so ganz raff ich das jetzt noch nicht hier. Energiezelle ist ja irgendwie, also A, wenn sie leer ist, ist ja auch total sinnlos, mit der irgendwie rumzulaufen. Und hier will ich auch nicht lang. Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar andere Sachen entdecken. Ja, das ist wahrscheinlich hier das Stück, was wir eigentlich holen sollen auch. Sammle das Ornament, als ob es so leicht klingt jetzt. Ja, einfach sammeln jetzt nur noch. Hm. Aber so groß scheint die Ruine hier gar nicht zu sein, fällt mir auf. So riesiges Gebäude ist es ja hier nicht, ne? Da war die letzte Ruine ein bisschen größer. Aber trotzdem ganz schön viele Fragezeichen noch im Kopf. Also irgendwas mit der Kiste muss man ja noch machen, weil das war ja auch wieder so sinnlos. Ich bin zwar hier hochgekommen, aber irgendwie ergibt es ja dann weiterhin keinen Sinn mehr. Gehen wir mal ein bisschen logisch vor. Hier gibt es auf jeden Fall so ein Kletterding. Warum sollte man hier hochklettern?
Wenn man hier vielleicht reinfallen möchte. Nein. Das macht keinen Sinn. Hier geht's auch nicht weiter. Also hier ist auch alles so mit Busch und so. Ach hier, ja. Hier war ja dieser Feuerklimmer. Noch einen entdeckt. Eine Kettenreaktion hat das jetzt ausgelöst. Ich glaube, wir sind schon sehr nah. Ne? Hier gibt es wieder diesen Schlüssel, den wir finden müssen. Kommt man hier dann gleich mit der Energiezelle dann vorbei? Anscheinend braucht das Ding Energie. Könnte nützlich sein. Lesen wir mal den Datenpunkt durch. Vielleicht gibt es ja einen Hinweis. VIP-Schlüssel. Nach dem Protokoll Datenbeschädigung partiell. Hans Woden, Elise heute Abend nach Feierabend im Sion-Museum. Hans, oh Mann, da ist deine Party. Ja, okay, bin dabei. Elise, gut, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Wenn solche Sätze anfangen, ist es immer legendär. Hans ist nicht die ganze Party geheim. Hans, ich meine, wir stürmen deinen Arbeitsplatz. Elise, nicht stürmen, ich organisiere die Pionierparty des Jahrhunderts mit einer passenden Ausstellung. Hans, okay. Elise, aber jetzt unter uns mit dem VIP-Code 2204. Das merken wir uns. Schreiben wir das auf? Oder merken wir das jetzt uns? 2204, wir können ja auch mal ein bisschen Gehirntraining machen. Kommst du ins Büro im ersten Stock, da steigt die richtige Party. Oh, was auch immer das ist. Okay, und wie viele VIP sind da? 2. Daten beschädigt. Okay. Wie viele VIP sind da? 2. Könnte das irgendwie ein Hinweis sein, dass da eine ganz andere Party da gefeiert wurde. Mal gucken. Das ist irgendeine Art Gerät. So. Energieversorgungseinheit inaktiv erfordert eine geladene Energiezelle. Also eine geladene Energiezelle, wohlgemerkt. Hier ist Ladeterminal. Stromerzeugungsanlage. Hier müssen wir die Batterie reinmachen, die wir hier gefunden haben. So, jetzt müssen wir bloß den Weg finden, wie wir hier die Batterie hier reinmachen. Jetzt ist natürlich schon alles duster hier. Wird natürlich ein bisschen erschwert. Mal gucken jetzt, wo wir hier den Weg... Vielleicht haben wir den Weg freigesprengt jetzt. Also hier kann man aufladen, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, ob man dann da einfach so... Hier ist noch eine Wand. Man sieht es. Von hier aus kann man die wahrscheinlich kaputt machen. Ja, jetzt sieht es doch logisch aus. Jetzt macht auch alles einen Sinn. Leere Energiezelle raus. Dann da rüberschleichen, aufladen und mal gucken, ob das jetzt so einfach ist, dann mit der aufgeladenen Batterie dann rüber zu gehen. Vielleicht ist da noch ein Problemchen. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Ja, so weit gesherlockt haben wir auch schon. Jetzt weiß ich nicht, wie lange das jetzt dauert hier, ne? Weil so ein Akku lädt ja nicht hier einfach so schnell auf, aber vielleicht in Horizon Forbidden West. Gut möglich. Wollen wir die mal rausmachen? Keine Ahnung. Na also, es hat die Energiezelle geladen. Okay. Das ist ja ein Schnellladesystem, oder? Oh, das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich dachte es mir schon fast. Ich hatte als erstes so ein bisschen im Kopf gehabt, na, irgendwas könnte vielleicht mit dem Akku und dem Wasser sein. Aber dann dachte ich mir, okay, das Wasser ist ja gar nicht tief. Das waren nur unberechtigte Gründe. Ja, von wegen. So einfach ist das nicht, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier mit die Energiezelle relativ problemlos rüberbekommen. Ich kann man auf jeden Fall nochmal hochgehen. Mal schauen, ob man da
Oder auch nicht. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Ja, wahrscheinlich hier so eine Kiste, ne? Die wir ja schon tausendmal irgendwo hingeschliffen haben. Ich muss finden, was mir hilft. Ach, hier. Hier ist auch noch was. Ja, das ist schon witzig gemacht hier, ne? Die ganze Story hier. Da hinten. Da ist auf jeden Fall so eine tolle Kiste. Und ich weiß nicht, ob wir die einfach jetzt von hier aus schon ranziehen können. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Ja, das sitzt fest. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob irgendwas passiert. Jetzt können wir die Kiste hier nochmal hier lang ziehen vielleicht. Ah, fast geht's. Es ist noch nicht so ganz perfekt, mein Plan. Gehen wir mal noch mehr an der Seite. Dann fühlt sich die Kiste vielleicht so ein bisschen mehr von der Seite gezogen. Okay, das war jetzt falsche Waffe. Warum will denn der Zugwerfer jetzt nicht mehr ran? Was ist denn das jetzt für ein Grund? Vielleicht müssen wir hier auch hier hoch irgendwie von oben. Oh, hier gibt es auch schon solche Andingsungen hier. Guck mal, und da bleibt die dran. Und, ja. Mist. Das sitzt fest. Naja, aber wenn du noch ein bisschen weiter ziehst, kommt sie vielleicht noch raus, Aloy. Sie hat sich schon ein bisschen bewegt. Wir müssen immer das Positive sehen. Ach ja. So, also ich hätte jetzt gedacht, so von hier aus. Aber da reicht irgendwie das nicht. Oder das wird hier abgeprallt irgendwie. Ja, jetzt. So ein bisschen vom Winkel haben wir das geschafft. Es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, ob das auch normal sein soll. Das sah mir ja ein bisschen aus, als ob ich ein bisschen getrickst habe jetzt hier. So. Jetzt sind wir auch mal hochgekommen. Was das bringt, weiß ich auch noch nicht. Schloss für die Tür. Es braucht wohl Strom. Ja, den Strom, den schließt man unten an. Das ist auch logisch. So, was machen wir denn jetzt mit der Batterie? Hätten wir die Kiste irgendwie benutzen müssen für die Batterie? Kann das sein? Ach, vielleicht, dass man hier so drüber springt. Das kann auch sein. Das ist auch mal keine schlechte Idee, wenn man jetzt die Kiste nimmt. Jetzt hier so einfach reinballert. Kann man hier so drüber springen dann? Mit der Batterie? Dann wird sie nicht nass. Mal gucken, ob es geht. Nee, springen kann ich nicht. Fällt mir gerade auf. Aber das wäre doch mal eine geile Idee, ne? Die Energiezelle ist wieder leer. Ich muss sie aufladen. Ja, so ein Scheiß aber auch. Eine Energiezelle übers Wasser kriegen, aber wie? Ich dachte gerade jetzt, die Kiste ist so multifunktionsfähig. Was machen wir denn da? Also so stelle ich mir das jetzt auch gerade vor, dass wir halt die hier drauf machen. Die dann aber runterfliegt. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also springen kann ich ja nicht. Kiste aufnehmen. Steht hier nur. Ach, jetzt. Aha. Hier. Ja, ja, gut. Das wackelt hier ganz schön. Ne? Also man sieht, wie hier die Akkuzelle wackelt. Also, ich muss ehrlich sagen, die Physik Engine, die ist hier aber in dem Fall ja echt ziemlich scheiße hier, ne? Also ich hätte echt gedacht, dieser Akku fliegt hier wirklich von der Kiste runter. Weil das ist ja auch logisch, weil wenn man solche steilen Dinger hat, dass so ein rundes Ding dann runterrollt, aber anscheinend. Ja, ist gut. Vielen Dank, Ventru, für den Tipp. So. Jetzt sollte das Schloss an der Tür Strom haben. Vielen, vielen Dank. Also es war schon fast so, wie ich es gedacht hatte. Nur ich wollte halt auf die Kiste springen und weitergehen.
Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass der Akku auf der Kiste bleibt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise wäre die Physik-Engine, wäre die ein bisschen realistisch, glaube ich, hätte man keine Chance gehabt. Aber ich bin froh, dass mal da... Okay, das Ding hat jetzt Strom. Genau, dass wir da jetzt nicht solche Dinge haben. Wir gucken mal, den Code habe ich mir noch so gemerkt. Der lautet 2204. Und da haben wir unsere Beute. Und wer hat das Tor jetzt aufgemacht? Das ist ja eine Frechheit. Noch ein Relikt. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Genau. Bisher wissen wir das nicht. Das war das zweite Relikt und damit zwei Fertigkeitspunkte.